The Sharing of biased and false, false news has, has become, become all too, too common on, on, social on social media. More, More alarming, some media outlets publish the same stories that simply are true without checking facts first. Unfortunately, some, some members of the media use their, their platforms, platforms to push their, their own, own personal, personal bias, bias and agenda, agenda to control, control. Exactly, exactly what people, people think. And this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Das, was ihr gerade gesehen habt, das war die einhellige Meinung der etablierten Medien in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und in den USA, da sind die sozialen Netzwerke wie Facebook oder X oder Instagram oder aber auch TikTok viel präsenter als bei uns. Und stellen für diese etablierten Medien eine Gefahr für die Demokratie dar. Und auch bei uns stellen diese Medien oder Medienplattformen, wenn es nach den Grünen oder aber auch Innenministerin Nancy Faeser geht, eine Gefahr für die Demokratie dar. Denn der freie Informationsfluss hier in Deutschland, der muss ja eingeordnet werden. Es muss ja geschaut werden, ob da nicht zufälligerweise Fake News verbreitet werden. Oder ob da gegebenenfalls sogar, und Gott bewahre, russische Propaganda mit im Spiel ist. Wie gesagt, das ist alles eine Gefahr für die Demokratie. Vor allem für unsere Demokratie. Aber wer ist eigentlich dieses Unsere? Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Newsküche zu eurem täglichen News Update heute am Pfingstmontag. Und damit wünsche ich euch allen auch einen wirklich, wirklich gesegneten Pfingstmontag. Und damit kommen wir dann doch jetzt gleich einmal zum Thema. Ja, die Ignoranz gegenüber dem Mehrheitswillen der Bevölkerung und der Versuch hier eine extremistische Ideologie als Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft darzustellen und als Unfragbar zu klassifizieren, das ist das Markenzeichen der Grünen. Und mit immer wieder wechselnden Behauptungen und ja, Gegenbehauptungen und Pseudo-Argumenten versuchen die Grünen auch grundsätzlich alles als Gefahr für die Demokratie darzustellen. Für unsere Demokratie, wie sie so schön immer sagen. Und damit haben sie ihren eigenen Extremismus. Und mit Extremismus meine ich jetzt etwas, was außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, also ne, das Ignorieren des Mehrheitswillens oder, ach, ihr wisst, was ich meine. Ja, damit haben sie es salonfähig gemacht hier in Deutschland. Denn sollte es hier jemand wagen, mit Fakten zum Beispiel den Grünen zu kommen und zu sagen: Hier, passt mal auf, ihr habt das und das beschlossen und das und das ist am Ende so und so bei rausgekommen. Und das kostet uns jetzt zum Beispiel Milliarden an Steuergeldern. Ja, dann ist man entweder gleich ein Rechter oder ein Schwubbler, ein Verschwörungstheoretiker. Ja, oder letztendlich dann auch ein Nazi und somit eine Gefahr für unsere Demokratie. Und weil im besten Deutschland aller Zeiten ja nicht sein kann, was nicht sein darf, haben die Grünen jetzt auch ein sogenanntes 15-Punkte-Sofortmaßnahmenpaket beschlossen. Also, ich spreche jetzt nicht von dem Demokratiefördergesetz von der grünen Familienministerin dieser Paus, sondern nee, die haben sich nochmal hingesetzt und haben, ja, einen Vorstandsbeschluss gefasst, der wiederum, was ich gerade sagte, umfasst 15 Punkte. Und ich habe mir diese acht DIN A4-Seiten auch aufmerksam durchgelesen. Und ich weiß nicht, wie oft das Wort Rechtsextremist, Rechtsextremist Sternchenpunkt Innen und ähm, Demokratie und Wehrhaft darin vorgekommen ist, aber es war schon ziemlich häufig. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der, der Begriff Rechtsextremist, egal ob der nun mit Sternchen, ohne Sternchen, mit Innen oder ohne Innen ist, hier als Euphemismus genommen wird für jemanden, der diese grüne Ideologie kritisiert und diese Kritik auch auf sozialen Medien zum Beispiel verbreitet, dann weiß man letztendlich auch, wohin am Ende die Reise gehen wird. Denn Rechtsextremist, ja, das ist nicht mehr der glatzköpfige Schläger in Bomberjacke und Baseballschläger. Das, diese Zeiten sind längst vorbei. Zum Beispiel, du wolltest keinen peaks bist ein Rechtsextremist. Du gehst davon aus, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt. Du bist ein Rechtsextremist. Du möchtest keine frühkindliche Sexualisierung im Kindergarten. Rechtsextremist. Du glaubst nicht an den menschengemachten Klimawandel. Du bist ein Rechtsextremist. Und so weiter und so weiter. Also dementsprechend gilt dieses Wort Rechtsextremist. Oder Nazi oder wie auch immer gehandhabt, mittlerweile wirklich als Euphemismus für jeden, der diese Ideen nicht nur ablehnt, sondern vielleicht auch einfach nur kritisiert. Und von diesen 15 Punkten, da stechen einige ganz besonders hervor. Und die Grünen machen mittlerweile auch kein Hehl mehr daraus. Also sie gehen ganz offen damit um, wie sie diese Gesellschaft transformieren und verändern möchten. Du bist zum Beispiel Polizist oder arbeitest in der Justiz. Du hast Sympathien für die AfD. Dann sollst du zum Beispiel aus dem Dienst entfernt werden können. Oder du spendest für die AfD. Dann soll in Zukunft der Verfassungsschutz auch mal deine Konten durchleuchten und mal gucken, ob du nicht vielleicht doch hier oder da auch an andere Organisationen gespendet hast, wie zum Beispiel die identitäre Bewegung oder den Verein 1% stehen beide genauso wie die AfD ja unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes wobei sogar 1% und die identitäre Bewegung als gesichert rechtsextremistisch gelten oder du treibst dich gerne in sozialen Netzwerken herum wie X oder Facebook oder Instagram und teilst dort Fakten die den Grünen zuwidergehen. Ja, oder sagst einfach auch nur deine eigene persönliche Meinung. Ja, das soll in Zukunft halt ein bisschen eingeschränkt werden. Und die Grünen sagen jetzt auch in ihrem 15-Punkte-Papier, dass zum Beispiel der Digital Service Act der EU da nur den Anfang bilden sollte. Und sie möchten die weitere Regulierung dieser Plattformen. Ja, mit aller Härte vorantreiben Und dazu sollen zum Beispiel auch spezielle Behörden, bei den oder spezielle Abteilungen besser gesagt, bei den Staatsanwaltschaften geschaffen werden, die sich ausschließlich um genau diese Meinungsmache in sozialen Netzwerken kümmert. Und das waren jetzt nur mal auf die schnelle einige Punkte, dieses 15 Punkte Sofortprogramms der Grünen und ganz ehrlich, als ich das gelesen habe und ich lege es euch wirklich sehr an, ans Herz, dass ihr euch selber einmal dieses Programm durchlest. Ich weiß, auch wenn es schwer fällt, aber es sind nur acht DIN-A4-Seiten in verhältnismäßig großer Schrift und es geht auch verhältnismäßig schnell. Den Link dazu habe ich euch wie immer in die Videobeschreibung gesetzt. Aber, und das ist auch mein Fazit, die Grünen gehen mittlerweile ganz wirklich, wirklich, wirklich offen damit um, wie sie diese Gesellschaft hier verändern wollen, wie sie, wie sie Menschen von der gesellschaftlichen Teilhabe, nur weil sie anderer Meinung sind, ausschließen möchten. Und entweder ist das jetzt darauf zurückzuführen, dass die Grünen Torschusspanik haben, also von wegen, entweder kriegen wir das jetzt hin oder wir kriegen das nie wieder hin. Ja, oder sie glauben wirklich, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, diesem Staat ihre sozialistischen Ideen aufzuzwingen. Und ich weiß, ich wiederhole mich da, aber die Grünen, die setzen das ganz offen um. Die machen das nicht hinter verschlossenen Türen oder versuchen jetzt irgendwie ihre Agenda während der Fußball-Europameisterschaft umzusetzen, dass man da schnell nochmal was durchschieben kann oder irgendwie sowas. Nein, die sagen das ganz offen, genau wie einst die wirklichen und echten Nationalsozialisten. Die haben auch nie einen Hehl aus ihrem Programm gemacht. Und die waren wirklich eine Gefahr für die Demokratie. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Pfingstmontag. Beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.